Was meinen Sie, was wir da hinten sehen? Aber wir gehen gleich noch näher ran. Das ist ein Garten. Aber nicht so einer wie meiner. Verantwortlich für diesen Garten ist der Daniel hier. Ja. Komm mal ein bisschen näher, damit du auch im Bild bist. Natürlich. Ist der Daniel hier. Der betreibt hier in, wie heißt das Dorf nochmal? Weitersrode. Eingemeindet, gehört zu Hildburghausen, aber noch hat es das eigene Schild. Du hast hier einen Traum, den du umsetzen möchtest. Ja, ich träume hier so ein bisschen und will den für mich und andere dann hier umsetzen, genau. Und ich mache das halt für einen Verein, also für Aktion Hand in Hand e.V. Und das ist unser erstes deutsches Projekt in Deutschland, in Weitersroda hier. Und ja, also im Endeffekt bin ich hierher gekommen über den Prinz Chaos, der hier das Schloss irgendwann mal 2007 gekauft hat. Er ist Musiker, Kabarettist und zieht durch ganz Deutschland mit seinem Lied und Text gut. Ja. Und ist irgendwo zwischen Liedermacher und politischer Aufklärung mit Konstantin Wecker unterwegs. Und, so. Und deine Idee, dein Konzept, was ist das? Ja, in wenigen kurzen Worten, bevor wir losgehen. Ja, mit der Natur, von der Natur lernen. Und wie man einen Garten oder im weitesten Sinne mit der Natur zusammenleben kann und sich daraus ernährt und mit der Natur was zusammen macht. Und das nicht nur für dich, sondern du versuchst das auch anderen Leuten klarzumachen. Ich will das Wissen weitergeben. Also der Garten soll hier ein Gemeinschaftsgarten werden, der dann in Zukunft viel von allen möglichen Interessenten genutzt wird. Beispiel vor allen Dingen von Kindern, die sich hier angucken, wie funktioniert Natur an sich überhaupt. Was können die Kräuter, die man so im Garten hat? Also zum Beispiel Hausapotheke, ja, was brauche ich da für Kräuter, damit ich mich so für das Gröbste selbst versorgen kann, um mal eine kleine Wunde oder mal irgendwie einen Bruch zu lindern, zum Beispiel mit Beinwell, was hier überall wächst. So eine Geschichte. Das will ich den Kindern näher bringen, aber auch Gemüsebeete machen. Wie mache ich ein Gemüsebeet? Also so ein allumfassendes Konzept, dass man halt den Kindern wieder Natur näher bringt. Prima. So. Bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, noch eine kurze Erklärung. Es regnet wieder in Strömen. Sollten also hier irgendwelche Wassertropfen auf der Linse sein oder Wassertropfen auf das Mikrofon hier tropfen, bitte ich dazu entschuldigen. Für das Wetter bin ich nicht verantwortlich. Ja. Und jetzt kommt erstmal der Hahn. Hallo und herzlich willkommen wieder bei neuichimgarten.de/blog. Also heute ein komplett anderes Gartenkonzept, was der Daniel uns jetzt vorstellen wird. Wie groß ist das ganze Gelände hier? Ich sag mal circa, weil ich habe selber noch nie ausgemessen. Also Pi mal Daumen. Also es ist viel, viel größer als bei mir. Also es sind in beide Richtungen, also es sind 400 mal 400 Meter, sage ich jetzt mal gesponnenerweise. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. So. Viel Platz. Viel Platz, ja. Wir gehen los. Ja. Damit Sie nicht direkt einen Kulturschock kriegen, also wir fangen mit was an, was noch irgendwie wie Garten aussieht. Ja. Hier kann man nämlich noch nackte Erde sehen, aber das ist eigentlich nicht Konzept in der ganzen Permakultur-Geschichte. Also ich werde diese nackte Erde dann, also das Unkonventionelle kommt dann im Herbst mit Laub und allen möglichen Abmulchen, damit sie bis zum Frühjahr quasi einen Schutz hat und dann die Regenwürmer und was nicht alles arbeiten kann. Aber grundsätzlich mache ich hier tatsächlich ganz normale Gartenkulturen, wie zum Beispiel da hinten Radieschen darunter, das ist nur als Saatanzeiger, dann Möhren und Pflücksalate, was jetzt zu der Jahreszeit noch geht. Sind jetzt ja schon fast Ende August. Und hier ein bisschen Tabak, den ich probieren werde zu fermentieren. Hier waren vorher halt auch Radieschen und Gemüse. Und man sieht, da ist nicht mehr viel von übrig. Und vielleicht mache ich hier noch Rucola. Also eigentlich ganz konventionell. Das einzig nicht konventionell ist vielleicht, dass ich außenrum schön Holz mache, um halt mit den Schnecken so ein bisschen zu handeln, weil die Tigerwegschnecke, die spanische Wegschnecke frisst, die ist hier halt überall da. Wenn die Tigerwegschnecke dann zu Hause hat, dann ist ja halt vielleicht nicht mehr so viel da. Deswegen halt Hackschnitzel, das kommt hier auch die ganzen Wege, was hier noch so ist, da kommt auch noch ganz viel Holz, ja, also das nach und nach. So, das ist das vielleicht einigermaßen unkonventionelle, aber sonst ist hier eigentlich alles ganz normal, glaube ich. Daniel, sind Hochbeete eigentlich Konzept bei der Permakultur? Gehören die dazu? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Methode, auf kleinem Raum viel zu erzeugen. Also mit sehr, sehr wenig Platz viel zu machen, weil durch die konzentrierten Nährstoffe natürlich viel mehr möglich ist.
einfach durch die ganze Holzgeschichte, die hier eingebracht ist und durch die Temperatur, die dadurch entsteht, wächst da einfach viel mehr, viel schneller drauf. Und da kommt halt noch hier eine Überkonstruktion drüber, quasi wie ein Mini-Gewächshaus mit kostenlos, also ich habe mir kostenlos Fenster besorgt, weil durch diese ganzen Wärmedämmmaßnahmen überall Fenster, sag mal, rumliegen. Und dann gibt es dann diese Überkonstruktion, dann kommen hier Pflanzen rein, die zum Beispiel Kohlweißling nicht abkönnen, also Kohlrabi, solche Geschichten. Und da auch natürlich alles ohne Düngung im herkömmlichen Sinne, sondern alles natürlich naturbelassen. Also Holz, Grasschnitt, so eine Geschichten. So, man merkt halt jetzt schon, dass wenn man hier drunter fasst und hier tiefer reingeht, da hat es mindestens 30 Grad jetzt schon ohne Probleme. Und das hilft halt auch im Frühjahr oder auch im Spätherbst, dass man da nochmal ein bisschen Rucola und solche Geschichten einfach machen kann, weil die Temperatur noch da ist, weil da natürlich die Temperatur von unten auch hochkommt. So. Eigentlich ganz einfach. Ja. Restmaterialien. Wir können natürlich teuer Teichfolie kaufen. Oder man lässt es. Also eine Teichfolie hat mit Sicherheit eine Lebensdauer von 15, 20 Jahren. Ja, ja. Das hier, vor allen Dingen im oberen Bereich, wirst du nicht lange damit Spaß haben. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin da noch optimistisch. Also das Ding ist ja, das sind Materialien, die waren schon da, die musste ich nicht teuer kaufen oder die mussten irgendwo hergestellt werden, weil die werden sonst in Müll gewandert und so habe ich es wiederverwertet. Dann hält es vielleicht nur 4 Jahre, wurscht, dann kommt halt das irgendwann raus und dann kommt eine neue Folie dran oder ich mache ein neues Hochbeet oder wie auch immer, weil ewig hält es ja eh nicht. Ist da unten ein Hasendraht drin? Da ist ein Wühlmausschutz drin, also so ein ganz feinmaschiger. Ist drin. Und auch die ganzen Dielen hier, das sind alles alte Fußböden, also da ist nichts gekauft von. Also es ist alles Restmaterial, das ganze Hochbeet und auch die Fenster, also da wird nichts gekauft. Das ist auch so ein Prinzip, was ich hier versuche in dem Garten zu machen, also wiederverwerten, ja, nichts kaufen. Also ich muss ja sagen, Daniel, einen großen Vorteil hat mein Garten ja. Weißt du welchen? Erzähl. Ich habe keine Schnellstraße hinter mir, ist ja grauenvoll mit dem Krach hier. Normalerweise Ruhe, das ist gerade die Umleitung, aber mich nervt es auch tierisch, ja. Welche? Du hast auch Holzhackschnitzel hier zwischen den Bären. Ja, genau. Gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Sehr gute Erfahrung bis jetzt, weil tatsächlich die Schnecken sich auch weniger blicken lassen. Und das Ganze düngt natürlich den Unterboden ungemein, hält die Feuchtigkeit drin. Und was ist da für ein Holz? Das ist jetzt gemischt Fichte und Buche. Das habe ich hier beim hiesigen Holzhändler für ganz wenig Geld gekriegt, weil für den ist das Abfall. Der verkauft das noch in der Industrie, wo sie da Energie draus machen, aber auch zu Preisen, die ja durch Massenabnahme halt wenig sind. Und da kriege ich also 10 Euro den Kubikmeter. Und für einen kleinen Mann ist das noch erträglich, finde ich. Da kannst du halt viel für wenig Geld kaufen. Und wenn ich schaffe, schredder ich hier auch selber. Aber solche Mengen ist natürlich schwierig mit einem kleinen Schredder. So, und auch die Steine, alle über Monate gesammelt jetzt seit September. Hier wieder als Beetkante. Also ich verwerte das alles. Das sind die Steine vom Schloss, die du so langsam zurückbaust. Naja, es ist alles Sammelgut hier aus der Umgebung. Also ich habe beim Graben. Das ist schon richtig, teilweise schon. Okay. Ja, und die sind einfach beim Beetegraben hier immer mal aufgetaucht. Da hat man immer mal wieder so einen Sandstein, der einfach dann da ist und im Beet nervt und der kommt dann halt hier als Beetkante. Also diese Permakulturgeschichte ist ja eine feine Angelegenheit, aber es gibt so manche Aspekte daran, die. Mit denen kann ich mich nicht anfreunden. Also man versucht alles auf Natur zu machen und dann komme ich da hin und dann sehe ich einen alten Autoreifen oder einen alten Traktorreifen. Ja. Also mal ganz abgesehen davon, dass der nicht besonders hübsch aussieht. Also ich persönlich würde ihn nicht nutzen, ja. Weil ich hätte immer Bedenken, dass irgendwelche Stoffe aus diesem Gummi, aus diesem Reifen in die Erde reinkommen. Ja, grundsätzlich wahrscheinlich richtig, vor allen Dingen, wenn die neu sind. Ja? Der ist ja zig Jahre alt, also dass da noch Weichmacher und weiteres Ausdünsten mal dahingestellt, aber der war da, ja, ich habe Platz und jetzt habe ich ein Beet und kann man zwiespaltig betrachten, jetzt habe ich hier Bohnen hier, die haben wir schon abgeerntet und man hätte natürlich das jetzt auch irgendwie mit Steinen machen können, aber der war halt da und ich dachte, bevor ich den jetzt eh nicht wegbringe, weil ich es nicht schaffe, nutze ich die Fläche. Eine Kräuterspirale, ja. Das ist was mir noch fehlt. Hm. Was wächst hier alles? Viel. Wir fangen mal an. Ganz schnell Durchlauf. Wir haben hier Petersilie, verschiedene Sorten. Dann haben wir wilde Rauke, Minze, Salbei, Lavendel, Dill,
Knoblauchsrauke, dann haben wir Zitronenmelisse, dann haben wir hier drüben... Lauf nicht so schnell vom Mikrofon weg. Ja. Ich hoffe, die Kamera hat es noch mit drauf. Ananassalbei, Weihrauch, sehr gut für einen Salat, kennen viele gar nicht. Schnittlauch, Bohnenkraut, Zitronenverbene, hier haben wir noch Fenchel und Sellerie, Stangensellerie. Da hinten ist noch irgendwie verschiedene Sorten Thymian. So, und eigentlich ist sie mir schon fast wieder zu klein. Daniel, 5 Jahre weiter. Wie sieht die ganze Geschichte aus? Du hast mir eben erzählt, hier stehen lauter Sträucher und Bäume hinten. Mal mir mal aus, wie das Ganze in 5 Jahren aussieht. Ganz grob skizziert. Ich weiß ja noch nicht, wer alles dann hier mitgärtnert und mithilft. Also dieser ganze Hang lang hier, das sollen Terrassen werden im Endeffekt. 2 Terrassen mit einem Mittelweg, wo hier unten die ganzen Beerensträucher wachsen. Hier versuche ich alles, was man so heimisch machen kann, rein. Die ganzen verschiedenen farbigen Stachelbeeren und so weiter. Also Johannisbeeren, Goji und so weiter. Kennst du ja alles. Und hoffe, dass das alles angeht. Vieles ist angegangen, so ein paar wenige nicht. Und da kommen dann halt irgendwann noch die Terrassen. Und da wird dann einfach auch noch Gemüse mit angebaut, eine Terrasse höher. Also das wird dann hier einfach alles genutzt, Stück für Stück. So. Du bist aber auf die Hilfe anderer Leute angewiesen. Da kannst du vielleicht direkt mal einen Appell loswerden, ob da nicht Leute in der Gegend sind, die da mithelfen wollen. Also wir haben öffentlich den Garten ausgeschrieben zum Mitgärtnern seit jetzt 2 Monaten auf Facebook und auf unserer Schloss-Homepage, schloss-weitersroda.de. Also wir wollen da kein Geld mit verdienen, wir wollen einfach nur hier Interessierte da haben, wo wir dann zusammen anbauen, zusammen ernten, zusammen essen, verkochen und wo vor allen Dingen Kinder davon profitieren, weil sie das mitlernen können und sich hier angucken können, was kann man für Kräuter nutzen, was kann man da alles draus machen und so weiter. Ja, sowas. Und da gibt es dann hier halt auch immer mal wieder eine kleine Führung, wer möchte oder auch mal einen Workshop, so Geschichten. Und an wen wendet sich derjenige, der mitmachen möchte? Ja, an jeden, der da irgendwie Interesse daran hat. Der kommt einfach am Schloss hier vorbei, oder was? Ja, gerne. Der kann sich auch über unsere Homepage oder auf Facebook melden. Oder ihr habt auch ein Lokal da drin, das ist am Wochenende immer auf. Auch da haben wir zum Beispiel immer mal wieder in unseren Gerichten Sachen aus dem Garten drin, die nicht so herkömmlich sind. Das ist immer samstags und sonntags auf von... Das haben wir im Moment, haben wir 14 bis 22 Uhr und da gibt es immer mal wieder kleine Events und halt Essen und einfach, wer Interesse hat, kann auch mal vorbeikommen, da was essen und mich dann fragen, ich bin eigentlich immer da oder meine Frau. Also wir sind da ganz offen, kann jeder vorbeikommen, wie er möchte. Ich wäre jemand, der da hingehen würde, wenn ich nicht 600 Kilometer weit weg wohnen würde. Genau. Okay, wir gehen wieder weiter. Daniel, erzähl mir was über Brennnesseln. Ja, also wir haben es ja gerade gehabt, Verwendung, ist nicht jeder mit vertraut. Die Brennnessel ist eigentlich eine geile Pflanze. Da sind ja hier diese Samen jetzt drin. Ja, im August Richtung September. Und da kann man einfach so machen. Die essen. Die sind unglaublich eiweißhaltig. Das hast du in keinem Proteinshake drin. 60-70% Eiweiß teilweise. Das gibt es kaum nirgendwo. Super gesund, wenn man dann sich eine Tabelle im Internet aufruft, was ist da so an Eisen und so weiter drin. Und was ist in einem herkömmlichen Gemüse drin. Da wird man einfach nur noch staunen. Und das kann man auch als Spinat einfach in Spinat mit rein, ein paar junge Triebe, Blätter. Das geht eigentlich das ganze Jahr über. Super gesund, schmeckt auch fantastisch oder als Suppe. Ja, also das ist überhaupt kein Grund, dass sie brennt, dass man da Angst vor haben muss. Man kann, wenn man da ein bisschen unempfindlich ist, wie Gärtner, einfach von unten hoch, die Brennhaare sind ja von oben gefährlich, dass man einfach so hoch zieht beim Ernten. Oder man macht es halt mit Handschuhen, wenn man ein bisschen empfindlich ist. Kein Problem eigentlich. Interessante Konstruktion, Daniel. Erklär mir mal, was das ist. Aha. Was soll da später denn wachsen? Also da sollen auch mal Erdbeeren rein. Das wird hier die Erdbeerinsel. Und hier wollen wir nach und nach so ein paar urbane Permakulturkonzepte haben, wo man quasi wie man auf ganz kleinem Raum viel anpflanzt. Man sieht jetzt, es läuft halt gerade durch, sodass man eigentlich nur die oberste Dose gießen muss. Und hier haben wir demnächst eine kleine Solarpumpe, die dann einen 1000 Liter Wasserspeicher versorgt, der höher steht. Gehen wir gleich nochmal kurz hin. Und da hängen wir dann einfach oben hier einen kleinen Schlauch rein, wo es tröpfelt. Und dann können wir das ganze Jahr über immer die Erdbeeren gegossen, brauchen nichts tun. Ja? Wobei, gerade du hast von Bewässerung gesprochen. Ich sehe hier hinter uns einen Graben. Diesen Graben hast du selbst ausgehoben. Was soll der für einen Sinn haben? Ja, wir haben viel Fließwasser, was, wenn Regen und so weiter da ist, hier immer durchgeht. Was natürlich gut ist,
Da kann man sich aber leider nicht wirklich drauf verlassen. Mal mehr, mal weniger, im Sommer eher weniger. Und das ist viel Wasser aus dem Wald, aber leider auch aus Überlaufgruben, weil hier gibt es keine Kanalisation. Von daher kann ich das Wasser höchstens zum Gießen nutzen, aber das mache ich eigentlich eher weniger. Aber es ist da, das fließt dann hier durch zum Teich, wo es dann quasi mit den Wasserpflanzen ein bisschen gereinigt wird. Und auch hier zwischendurch habe ich mal immer wieder Pflanzen stehen und das werde ich hier nach und nach einfrieden, den Graben, das mit Holzflöcken und so weiter, dass das hier nicht mehr so viel Arbeit macht. Ein Teil der ganzen Bewässerungsgeschichte mit der Pumpe und wie die ganze Sache später bewässert wird, da gehen wir gleich noch hin. Da gehen wir hin. Also ganz ohne Bewässerung, denkst du, kommst du nicht hin. Hier kommt Wasser raus. Was war das nochmal für ein... Brunnen, wie hast du gesagt? Das ist ja einfach ein Quelltopf, den wir gemacht haben. Also hier kommt quasi... Quelltopf, der Name war mir jetzt nicht geläufig. Ja. Kenne ich nicht. Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Hier kommt oben aus dem Wald ein bisschen Wasser. Das läuft hier durch die Erdschichten hier hin, konzentriert sich hier. Und hier, wenn wir da, können wir gleich reingucken, ist quasi unten ein alter Eimer drin. Der hat unten Löcher. Das ist quasi das erste Sieb. Für die kleine Solarpumpe, die dann da reinkommt, so eine, für die 200 Liter die Stunde fördert, kommt dann quasi hier dieses, die kommt dann hier rein, und dann quasi das Sieb. Und dann haben wir ein relativ sauberes Wasser und das pumpen wir dann einfach überall dran. Es läuft ja von alleine dann, wo wir es haben wollen. So, und da oben steht halt ein großes 1000 Liter Fass, wo das immer reinläuft. Und der Überlauf geht direkt an die Pflanzen und wenn ich mal irgendwo separat gießen will, drehe ich unten den Hahn auf und ab geht's. Dann werden dann Schläuche verlegt. Genau, da werden dann Schläuche ganz einfach verlegt. Und das läuft ja von durch den Überlauf eigentlich immer selbst. Und so ein 40 Watt Solarpanel und so eine Pumpe, das kriegt man im Internet alles für einen Apfel und ein Ei. Das kostet wenig. Auf. Läuft das Wasser eigentlich auch ist das auch in der Trockenheit da gelaufen? Das ist bis nur die letzte Woche, da war es so kurz trocken, dass selbst hier Sense war, aber sonst war das durchgängig voll. Aber das wäre kein Problem gewesen, weil die letzte Woche war extrem halt. Ne? Hallo, hier sind wir. Daniel, erklär mir. Ja, ein bisschen Scherz muss in die Filme rein. Ja, wunderbar. Erklär mir, was eine Sonnenfalle ist. Du fängst die Sonne, ja? Super. Nee, es ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier so einen wunderschönen Hang, der die perfekte Ausrichtung hat. Wir haben die Sonne, die hier im Osten aufgeht, da wieder untergeht. Ja, also genau der Einstrahlwinkel hier in den Hang rein. Und jetzt versuchen wir hier über die Jahre, das ist ein Projekt, das dauert 4-5 Jahre mindestens, weil wir jetzt hinten Baumreihen ziehen. Da sind schon ein paar, hier kommen sie jetzt. Und wenn die groß sind, dann haben wir hier quasi einen geschützten Bereich, wo kein Wind rein kann und die Feuchtigkeit auch nicht weg kann. Welche Bäume? Alles Mögliche gemischt. Wir haben da jetzt Weiden zwischen, wir haben da Birken haben wir reingesetzt. Gucken wir mal, was angeht, sonst pflanzen wir noch nach. Also da haben wir auch Mischwald jetzt gemacht im Endeffekt. So ein lichtes Waldsystem hier einmal drumherum. Und das soll aber so dicht sein, dass auch durch die Hanglage ist natürlich super, dass hier die Feuchtigkeit drin steht, auch mit der kleinen Wasserfläche, die wir hier gemacht haben. Und viel Temperatur drin ist, dass man hier wärmeliebende Pflanzen anziehen kann. Tomaten, Feige und so weiter. Also alles, was man irgendwie sonst hier schwierig hinkriegt, vielleicht hier besser. Und das dauert halt ein paar Jahre, bis es soweit ist. Wichtig ist dann auch immer wieder, dass man ein bisschen thermische Materialien einbringt, wie zum Beispiel Sandsteine, werde ich hier Stück für Stück mehr einbringen, die auch Wärme speichern, weil auf kleinem Raum sich dann die Wärme hier halten kann. So, und im Winter hat man dann den Vorteil, auch durch die geschützte Lage, dass der Frost hier auch durch die Hanglage nach unten abwandert und hier nicht so steht. Ja? Also auch mit die Winde können da nicht so ran. Das ist generell ganz gut, diese Situation sich irgendwie zu bauen. Schmeckt's? Super lecker. Weil die eine einzige an der. Die ist so lecker, unglaublich. Schwarzen Dingsies. Was ist das denn? Wasserschnecken. Ja, ne? Irgendwas. Ja, sowas. Würde ich mal schätzen. Das ist ja unglaublich, was hier an Leben zukommt dieses Jahr. Wahnsinn. Ja, ein Teich ist was ich noch nicht hab. Ja. Den habt ihr in einer großen Gemeinschaftsaktion hier angelegt. Also der Teich ist nach einem Prinzip von Sepp Holzer mit einem festen Lehmwall und einem Überlaufrohr. Also so macht er es auch bei seinem Krammeterhof. Und das System funktioniert perfekt. Ich habe hier den Zulauf von oben und der Überlauf reguliert die Teichhöhe. Und wir hatten dieses Jahr Leben über Leben, was hier reingerutscht ist, was eigentlich noch gar nicht hätte sein dürfen, laut Angaben. Also zum Beispiel, wir haben jetzt schon Libellenlarven drin und wir haben jetzt schon Frösche drin und Wasserschnecken, wie wir gerade festgestellt haben. Und die Natur nimmt das total an und hier
ist einfach total schön zu sitzen und die Pflanzen sind alle irgendwie gekommen, die wir gesät haben und gepflanzt haben. Manche besser, manche weniger, aber alles hat irgendwie geklappt. Und die nächsten Jahre wird das hier halt Stück für Stück mehr hier mit so einer kleinen Pflanzterrasse, die man hier drüben sieht. Ja, das ist witzig, da brauche ich auch noch sowas. So. Also Teich ist noch was, was ich auch noch brauche. Und daran kann man direkt wärmeliebende Pflanzen ranziehen. Das ist jetzt ein bisschen krautig, weil ich keine Zeit hatte, aber da kommen dann hier Pflanzterrassen, wo Tomaten und Salate und sowas kommen. Also alles, was schnell gedeihen muss und wärmeliebt. Solche Geschichten. Eine interessante Pflanze hast du, die du mir vorstellen willst? Ja, also viele werden es sogar... Das ist eine Ampferart oder was? Das ist eine Ampferart, das ist ein Blutsauerampfer, also der hat richtig hier so wie so Adern. Und der hat auch diesen geilen Sauerampfer-Geschmack. Super in jedem Salat. Und ich habe so ein bisschen so den Febel hier mit dem Wasserlauf und so weiter, so die Liebe zum Detail. Hier habe ich einen Hauswurz reingesetzt, dann hier den Sauerampfer und kommt auch ganz gut, dass man überall so ein bisschen Kleinkram hat. Und finde ich ganz wichtig, dass so ein Garten halt irgendwie detailreich ist. Kennen Sie den Kandidaten hier hinter mir? Magenta-Sprin. Er mag ihn. Ja? Ja, ich mag ihn sehr. Also ich mache da auch Gebäck mit und so. In der Pfanne röste ich das Zeug mit Knofi an und so. Ist sau lecker. Auch wenn er so groß ist wie der. Ja, klar. Neben uns haben wir ein Hügelbeet. Mhm. Wie hast du das aufgebaut? Man hat unten Fichtenstämme drin. Die kriege ich hier, weil wir ja direkt am Thüringer Wald sind. Super günstig. Und da haben wir wirklich, ich glaube, es sind geschichtet 5 Stück übereinander. Dann Laub drüber, Grasschnitt drüber und dann eine Erdschicht. Und dann haben wir ein bisschen Kulturpflanzen drauf. Mais, da produziere ich mir dieses Jahr aber nur Saatgut fürs nächste Jahr. So ein Bantam Gold, glaube ich, von Dreschflegel, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und den Magenta-Spreen oder Baumspinat habe ich hier gesetzt, weil der einfach auch schneckensicher ist, weil die haben wir auf jeden Fall. Und wächst wie verrückt und ich benutze den viel für alles mögliche Essen. Und Kartoffeln haben wir auch noch ein bisschen vorne, so Sachen. Ich bin ja zugegebenerweise kein Permakultur-Kenner. Wie wird in der Permakultur mit Wühlmäusen umgegangen? Du wartest darauf, dass sich ein natürliches Gleichgewicht einstellt, oder? Also hier im Garten haben wir tatsächlich auch viele Katzen. Wir haben einige Schlosskatzen und die halten die Mäuse hier so ein bisschen im Zaum. Hier hinten sind sie allerdings weniger, wie man sieht. Und ich bin auch ganz froh, dass wir den Maulwurf mittlerweile vorne viel haben, weil da, wo der Maulwurf ist, ist die Wühlmaus eigentlich nicht so aktiv. Und hier muss man dann einfach Pflanzen setzen, die halt Wühlmaus sicher sind oder nicht so stark angegriffen werden. Das ist halt dann Permakultur. Man muss gucken, welche Pflanze in den Raum passt, der hier da ist. Kann natürlich auch mit viel Aufwand das alles mit Drahtnetzen und so weiter machen, aber das wäre erstens viel Aufwand und auch einfach zu viel Arbeit, denke ich. Ja, hier haben wir in so einer Nacht- und Nebelaktion, da hatte meine Frau so morgens die Idee, hat mich wachgerüttelt und gesagt, Schatz, wir müssen einen Steinwall bauen. Ich sag, wieso? Ja, für die Insekten, weil da hat sie nämlich bei Hortus Creationis wahrscheinlich geguckt. Und wir hatten ja den Teich Natur angelegt und da keine Folien und nix. Und da war es ein ganz bisschen undicht hier unten durchgedrückt und da haben wir einfach eine Drainage gemacht und hier so einen halben Meter so schöne Sandsteine aufgeschichtet und jetzt läuft es unten durch und da hatten wir gleich zig Insekten hier im Sommer da, die getrunken haben. Hinten haben sich Wildbienen im Lehm eingenistet und dann haben wir gleich noch ein Beet hier mitgemacht, Heckenschnitt mit rein, ein bisschen Hackschnitzel drauf und jetzt kommen hier die ganzen Topinambur und so ein bisschen Kohlgeschichten, die wir noch sowieso von einem befreundeten Projekt gekriegt haben, mit rein und der Topinambur kommt prima und ja, es ist alles irgendwie nach wie vor intakt und so, das war so eine kreative Idee, die einfach über Nacht kam. Thema Hustensaft. Die Kinder sind ab und zu mal krank. Genau. Was nehme ich? Oder man selber. Spitzwegerich wächst überall, findet man überall. Ordentlich sammeln, eine richtig fette Schüssel voll abspülen und dann ein großes Einmachglas nehmen, das vorher ein bisschen klein schneiden und dann immer eine Schicht von dem Spitzwegerich und Rohrohrzucker kaufen und immer Schichten machen und dann richtig reinpressen. Das Glas muss rappeldicke voll sein. Zumachen, in die Sonne stellen, 2-3 Wochen, dann hat das so einen schwarzen Ton irgendwann. Und wenn es so richtig schwarz ist, einfach durch ein Sieb abgießen, dann hat man so einen geilen Hustensaft. Und Spitzwegerich ist halt, also kennt man ja, Spitzwegerich-Hustensaft gibt es in jeder Apotheke oder beim Aldi. Und es geht nur mit Spitzwegerich? Nö, es gibt auch mit anderen Sachen. Breitwegerich geht auch, gar kein Problem. Je nachdem, was man da hat. Weil ist halt einfach ein super Hustensaft dann. Das hier, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Also, das mit den Reben, das klappt ja bei mir nicht so. Aber das hängt ja nur wirklich voll. Was
Ich habe gehört, das ist nicht dein Projekt. Wer macht das? Also muss ich ganz klar sagen, das ist nicht mein Verdienst. Das macht der Tom, der hier wohnt. Also da ist er wirklich akribisch dabei, diesen Wein wohl seit ein paar Jahren zu züchten. Das ist schon bevor ich eingezogen bin. Und wie man sieht, funktioniert das wunderbar. Also er ist da mal bei und knipst ab und macht und tut. Und ich betätige mich hier eigentlich nur, wenn überhaupt, so ein bisschen hier unten in dem Kräuterbeet, was unsere Küche mit ein bisschen versorgt. Aber den Wein macht er hier und das ist, funktioniert fantastisch. Werden die hier überhaupt reif? Wie hoch liegen wir hier? Wir liegen hier, ach, das müsste ich jetzt lügen, ich meine bei 400 Meter irgendwo. Und die werden noch reif? Also er hat da letztes Jahr auch immer geerntet und dieses Jahr ist wohl das erste Mal, dass die richtig kraftvoll hängen, ja. Und wir haben extra so eine schöne Saftpresse, so eine, wie du mal im Video hattest, diese große mit. Ja. Mal sehen, was dabei rauskommt, ja. So. Kannst du mir noch mal Tipps geben zum Konservieren? Erhitzen. Ja, erhitzen, ja gut. Das sowieso. Daniel, soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Soll ich dir einen Hinweis geben? Bitte. Das Projekt ist toll. Ja. Aber weißt du, wie viel Arbeit da noch auf dich zukommt? Ja, klar. Das soll ja auch nicht langweilig werden. Ey. Ich muss ja jeden Tag was zu tun haben. Und wer mich kennt, weiß, ohne Arbeit gehe ich ein. Ja, gut. Mir geht es ungefähr genauso. Jetzt warten wir noch, bis der Krachmacher da vorbei ist. Schöner Traktor. Ja, genau. Was liegt dir am Herzen, was du der Internetgemeinde noch mitteilen willst? Der Internetgemeinde? Ja, also, oder meine Fans. Liebe Jünger, ja. Nee, also eigentlich, ich versuche hier der Natur näher zu kommen und mir ist ganz wichtig, dass das hier die nächsten Jahre ein Gemeinschaftsprojekt wird. Also, dass ich nicht hier allein am Gärtner bin, sondern der kann jeder teilnehmen, der möchte. Und das soll im weitesten Sinne Permakultur sein und bleiben, halt ohne Chemie, ja. Aber das ist durchaus, denke ich, nicht das Problem. Also biologische Landwirtschaft und Permakultur gemischt. Und da soll einfach jeder teilhaben. Die Kinder sollen hier was lernen, wie man mit Pflanzen umgeht, was Kräuter für Wirkung haben, so dass man im Endeffekt nicht der Pharmaindustrie hilflos ausgeliefert ist. So ein bisschen. Ja. Das liegt uns hier allen am Herzen. Genau. So, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Bei dem Daniel gibt es noch eine andere, er befasst sich noch mit anderen Sachen, und zwar mit Papierbriketts und mit Holzvergasung. Aber das ist was für einen anderen Film. Und jetzt habe ich trotzdem noch eine Sache an dich. Ich habe Durst. Hast du irgendwas aus deinem eigenen Garten erzeugtes Getränk, was wir probieren können? Ich warte schon die ganze Zeit darauf. Vorne in meinem Hochleistungsmixer wartet noch ein grüner Smoothie. Ein grüner Smoothie? Ja. Okay, den gehen wir jetzt trinken. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig wieder gefallen. Like-Button drücken. Hier der mit dem Finger nach oben. Oder von mir aus auch der mit dem nach unten. Weiterempfehlen, abonnieren. Bis oder demnächst. Oder vorbeikommen. Oder vorbei, ja. Das ist sowieso klar. Bis demnächst. Jetzt mussten wir doch das Programm noch mal kurz ändern. Wir hatten zwar den Abspann schon gesagt, aber da fiel dem Daniel noch eine Sache ein, die er noch zeigen wollte. Das ist eine begehbare Kräuterspirale. Eine sitzbare. Besitzbare Kräuterspirale und ein grüner Smoothie. Was ist da alles drin? Löwenzahn, Brennnessel, Kapuzinerkresse, Orange, Apfel, Limette, bisschen Ingwer. Kräftig, süß, aber viele haben ja Probleme mit dem grünen Smoothie. Ich glaube, mit dem nicht. Bist du ein humorvoller Mensch? Schon. Bisse. Ich weiß, warum du dich für Permakultur entschieden hast. Erzähl. Dir ist das Unkrautjäten zu langweilig und jetzt ist nämlich wirklich Schluss. Du sitzt lieber im Sommer hier die Füße hoch und sitzt die ganze Zeit hier und lässt die Natur einfach ihren Lauf. Genau. So ist es. Ja, so gib ist zu. Es. So, jetzt ist Schluss. Bis dann. Hier, guckt euch die Fingernägel an hier. Da ist Dreck drunter. Wisst ihr was? Nicht mal diesen Dreck seid ihr wert. Nicht mal diesen Dreck seid ihr wert. Das ist ein ganz kurzer Film heute. Ganz kurzer Film. Und der geht auch nur an den Wichser da hinten, der mir letzte Nacht da hinten so ein Volk geklaut hat. Ich bin stolz auf euch. Mein Gott, seid ihr Helden.